So, bevor wir uns jetzt aber wieder neu ausrüsten lassen, wenn es denn klappt, sollten wir erstmal unsere Rüstung verteilen. Das Schild kann Girugon gleich behalten. Die Rüstung kommt zu Tirik. Die Schoner. Wäre ich auch versucht, einen unserer Krieger zu geben, obwohl Gwendolyn wird auch in Nahkampf kommen. Das heißt, sie sollte auch ein bisschen Schutz haben. Und jetzt hat sie wenigstens einen Rüstungswert von 2. Tirik hat auch 2 und Girugon hat 4. Aber er ist ja auch unser Hauptschadensfänger. Deswegen kriegt er gleich mal ordentliche Stiefel. So, Decke kann nach unten. Den Dolch könnten wir eigentlich verkaufen. Ein bisschen das Inventar sortieren schadet auch nicht. So, die Elfen an sich haben jeweils einen Rüstungswert 1 wahrscheinlich. Aber sie sollten, wenn es geht, auch nicht in Nahkampf kommen. Also Yalin hat zwar ein Rapier hier und Myrim ein Messer. Das ist nicht besonders toll. Worin ist sie denn gut? Sie ist gut in Speere. Werden wir bei Zeit nochmal einen Speer kaufen müssen. Aber gut, versuchen wir nochmal unser Glück. Ja, haben wir. Hier. Ist alles frei bis zu einem Wert von 1 Dukate. Schade, das ist jetzt der Wert, der übrig geblieben ist von unserem letzten Handel. Also hat es wohl nicht ganz so geklappt, wie wir uns das gedacht haben. Aber sei es drum. 9 Silberlinge, das ist nicht viel. Es reicht für ein paar Schuhe. Und da feilschen wir auch gar nicht. So. Also, einigermaßen ausgerüstet, wenn auch nicht so gut, wie wir gerne wären. Also eigentlich hätte ich gerne für alle Charaktere mindestens Schuhe. Wenn wir später auf Wanderschaft gehen, sollte man schon gutes Schuhwerk haben. Und noch mehr Lederzeug. Einen richtigen Waffenhändler haben wir noch nicht gefunden, ne? Nee, wir haben Schmiede, wir haben Krämer. Die Grauen waren, glaube ich, die Krämer. Gucken wir mal kurz hoch. Aber es kann doch nicht sein, dass es in ganz Torwald so viele Krämer gibt, aber keine einzigen ordentlichen Waffenschmied. Ah, doch. Also Grau heißt einfach nur Händler, nicht unbedingt Krämer. Also schön, schleimen wir uns erstmal ein wenig ein. Im Laden kniet ein Mann auf dem Boden, der laut fluchend einige Dutzend heruntergefallenen Messer und Dolche in einem Korb zusammensortiert. Entschuldigt die Unordnung, edle Reisende, aber dies hier ist nur Ramschware, die ich ohnehin euch anzubieten mich nicht getraut hätte. Meine guten Stücke hängen dort hinten und ich kann euch versichern, dass es dabei um Waffen erlesenster Qualität handelt. Na gut, eure Klingen sind so geschliffen wie eure Rede. Ich bin glücklich, euch eine kleine Freude bieten zu können. Es ist eure Ware, die uns so entzückt. Es freut mich, das zu hören und ich werde mein Bestes tun, euch nicht zu enttäuschen. An was dachtet ihr denn? Wir haben noch 25 Dukaten von unserem Privatvermögen. Da hätten wir doch gerne 1, 2, 3, 4 Paar Schuhe. Und Helme wären auch nicht schlecht. Wir haben echt so viele Sachen, die wir noch kaufen müssen. Also auf jeden Fall ein Schild für Tirik, ein Schild für Gwendolyn, weil die drei kommen ja in Nahkampf. So, wie schaut es bei der Rüstung mit Gwendolyn aus? Die hat auch keine. Das ist auch nicht gut. Dann holen wir ihr nochmal einen Waffenrock. Oh, das tut weh. Und ein Lederzeug. Und danach sind wir schon fast pleite. Wir sollten immer ein paar Silbertaler in der Tasche haben, um Tavernenbesuch bezahlen zu können. Also machen wir es mal so. Dann versuchen wir es mal ganz dreist mit 40%. Das wird bestimmt nichts. Aber lassen wir mal Gwendolyn versuchen, weil es war ja ein Mann hinterm Tresen. Ihr bringt mich noch an den Bettelstab, aber na gut, ihr sollt das Zeug haben. Sehr schön. Da haben wir mal eben fast 8 Dukaten gespart. So, das wird gleich verteilt. Händereibenderweise. Das war wirklich ein gutes Geschäft. Und dabei haben wir die Fähigkeit von Gwendolyn noch nicht wirklich großartig erhöht. Also hier unter Talenten, Gesellschaft. Betören hat sie recht hoch, Gassenwissen recht hoch, Schätzen recht hoch und Feilschen 5.
Terek hat Feilschen 0. Ah, das hatte ich ein bisschen erhöht, aber als Zwerg hat er allgemein keinen besonders hohen Wert da. Auch wenn es eigentlich eher zu seinem Hintergrund passen würde. Aber das müssen wir uns einfach erstmal wegdenken. So, weiter Schuhe verteilen. Den kriegt Wendel gleich noch ihr Schild. Und Terry kriegt noch sein Lederzeug. So. Wem fehlen die Schuhe? Ihr fehlen die Schuhe. So, das Hemd können wir auch bei Zeiten verkaufen. Ein Schild für Terry. Und ein Schild für Gwendolyn. So, jetzt sind wir doch schon fast gut ausgerüstet. Also für die drei hier vorne, Girugon, Terek und Gwendolyn, wären noch Helme ganz gut. Weil so ein Kopftreffer kann schon arg wehtun. Danach dann noch für die Elfen Lederzeug. Und einen Speer für Myrm. Dann wären wir schon fast ausgerüstet. So, sei es aber drum. Wir merken uns erstmal, hier oben ist ein Waffenhändler. Den werden wir noch öfters besuchen. Und jetzt schauen wir uns um, was bei Meister Dramosch denn so zu tun ist. Das war im Westen der Stadt. Ganz unten. Hier. Also da ist Meister Dramosch, da ist der Hetman Tronde, da ist unser Waffenhändler. Dass wir uns das so ungefähr mal merken. Meister Dramosch erwartet euch schon am Tor, als ihr eintrefft. Ihr seid bereit? Gut, dann lasst uns an die Arbeit gehen. Er führt euch in einen ehemaligen Eckturm, mehrere Treppen nach unten und schließlich zu einer massiven, mit Eisenplatten beschlagenen Tür. Von jetzt ab seid ihr auf euch allein gestellt. Mögen die Zwölfe mit euch sein. Der erste Dungeon. Na gut. Terek ist fleißig am Kartenkritzeln, auch wenn das Ganze noch recht übersichtlich ist. Schauen wir mal. Also, da ist der Eingang. Wir halten uns einfach erstmal rechts an der Wand lang. Eine offene Tür. Na gut, hier sollten überall Lagerräume sein. Scheint schon mal recht weitläufig zu sein. Dieser Raum ist als Baderaum eingerichtet. Hier kann aufgefangenes Regenwasser erhitzt und in zwei großen Wannen geleitet werden. In der Ecke kennt ihr einen Donnerbalken. Ja, da gucken wir nochmal ganz kurz rein, ob hier irgendwas rumliegt. Aber einen Donnerbalken braucht man ja doch nicht unbedingt. Da schließen wir doch mal die Tür. Das riecht sonst zu sehr. Also, oh, ein Kampf. Also, die Elfen stehen hinten recht unpraktisch. Denn in dem ersten Teil von DSA, das wir gerade spielen, können die Elfen nicht, oder allgemein die Fernkämpfer nicht schräg schießen. Sondern sie brauchen eine gerade Linie. Das heißt, so beengt wie das hier ist, können die jetzt gerade gar nichts machen. Also sagen wir, abwarten. Gwendolyn kann ran. Die kann da hingehen. Hat jetzt noch 3 Bewegungspunkte über für einen Angriff. So. Und schön aggressiv. Dadurch hat sie eine höhere Chance anzugreifen, aber dann später auch eine schlechtere zu parieren. Und Girugon steht schon dran, der kann gleich draufhauen. Auch aggressiv. Trifft aber nicht. Na gut, Myrm kann man versuchen, außen rum zu laufen, um später mitzuhelfen. Und noch einen nach da. Dann können wir sie später hier hinstellen und dann auf ihn schießen. Auch wenn das bestimmt ganz schön komisch aussieht, wenn sie aus so naher Distanz mit dem Bogen auf ihn schießt, während 3 Leute auf ihn eindreschen. Aber gut. So, Terek hat keine Bewegungspunkte mehr. Schade. Na gut, abwarten. Und Talana hat eh keinen Mana, die kann auch abwarten. Du abwarten, du draufhauen. Und keiner von unseren Helden trifft wirklich gut. Hana, also erster Treffer. So, du gehst dahin und schießt bitte auf ihn. Und trifft nicht. Okay, das ist auch eine Kunst. So, drauf da. Noch ein Treffer, damit sind wir jetzt schon bei 8 Trefferpunkten. Allzu viel mehr dürfte er auch nicht aushalten. Es scheint ja nur ein einfacher Räuber zu sein. 11. Komm, jetzt einen schönen Pfeil in die Brust und das war's.
20. Oh, hält doch gut was aus. Und er ist geflohen. Ah. Na gut, er hat ein Rapier dagelassen und ein Dolch. Das nehmen wir mal beides mit. Und 8 Silbermünzen. Und 30 Erfahrungspunkte. Oh, das ist doch in Ordnung. Also wissen wir schon mal, dass hier unten in der alten Zwingfeste sich Räuber rumtreiben. Zumindest einer. Jetzt haben wir hier eine geschlossene Tür. Da lassen wir doch mal Gwendolyn ran. Einmal Schloss knacken, bitteschön. Danke sehr. Scheint aber nur eine ganz normale Rumpelkammer zu sein. Was sagt unsere Karte? Hier war das Badehaus mit dem Donnerbalken. Hier ist eine kleine Rumpelkammer. Und eine Sackgasse? Nee. Bei genauerem Hinsehen entdeckt Gwendolyn eine Geheimtür in der Wand. Nach kurzer Zeit schafft sie es sogar, sie zu öffnen. Ha. Okay. Noch ein kleiner Raum, wo nichts drin ist. Das ist doch komisch. Warum würde eine Geheimwand zu einem leeren Raum führen? Aber hier ist wirklich nichts. Gehen wir mal die Wände einmal ab. Nee. Ah, hier war eine Geheimwand. Sehr schön. Oh, das sieht gefährlich aus. Es sind 7 Diebe. Das könnte wirklich in die Hose gehen. Wir sollten jetzt möglichst schnell versuchen, 1, 2 umzubringen. Das schaffen wir, indem wir ein bisschen Mana verbrauchen von den Elfen. Talana hat ja leider nichts mehr. Dann geh du mal dahin. Schlag auf den da ein. Tirik wird gleich wahrscheinlich von 2 Seiten bedroht werden. Aber damit muss er umgehen können. So, du geh dahin und zauber bitte einen Kampfzauber. Und zwar einen Fulminictus. Ah, obwohl. Also Fulminictus wäre ja ein direkter Schadenzauberspruch. Wir könnten auch Blitzdichfin zaubern. Damit kann ein Gegner eine Runde lang nicht kämpfen. Aber bei 7 Räubern fällt das nicht wirklich ins Gewicht. Also bringen wir ihn lieber schnell um. Fulminictus, 14 Schaden, sehr schön. Das Ganze wiederholen wir gleich. Zaubern, Kampf, Fulminictus. Wusch. Und nur noch 6 Diebe. So muss das sein. Talana hat schon gut was 1 auf den Deckel bekommen. Und sie hat keine wirklich guten Kampffähigkeiten. Also bewegen wir sie mal. Wenn sie dahin läuft, wird sie bestimmt von dem Räuber gleich angegriffen. Also hinter Gerugon. Und sie versucht, sich zu sichern. So, was macht Gerugon? Gerugon schnappt sich mal den Räuber hier, der ist schön nah dran. Und kann Gwendolyn auch gleich drauf einschlagen und die Elfen umringen den wieder, dass er nicht wegläuft. Obwohl, Tirik könnte auch einfach sich aus dem Kampf da zurückziehen und auf den einschlagen. Macht zwar an sich nicht wirklich viel Sinn, denn die beiden Räuber würden ihn ja auf jeden Fall aufhalten. Aber noch geht das hier. So, du kannst... Da sieht das wichtig sicher aus. Ist aber zu weit. Da kann sie hin. So, Yallin hat kaum noch Astralenergie. Dann machen wir doch mal Kampf und ein Blitzdichfind auf den. Misslungen. So, du haust auf den. Vielleicht sollten wir doch 1, 2 Schurken fliehen lassen. Und nicht bis zum bittersten Ende kämpfen, denn wir werden auch so genug Beute machen. So, du kannst ein Fulminictus auf den da machen. Misslungen. Das läuft momentan gar nicht gut, was die Zauber angeht. So, du haust auf den, der ist schon angeschlagen. Aggressiv. Oh, Tirik. Aber er hat genug Lebenspunkte. Du haust auch auf den. Mit etwas Glück werden wir genug Schaden verursachen. Fliehen auch mehrere auf einmal.
Also allgemein, wenn ein Gegner Schaden nimmt und auch recht viel Schaden nimmt, dann flieht er. Aber wenn die ganze Gruppe, also die ganzen 7 Schurken, genug Verluste haben, dann fliehen alle. Was ja recht praktisch wäre in dem jetzigen Fall. Denn wir verbraten gerade unser ganzes schönes Mana, wollte ich schon sagen, unsere Astralenergie. Du, weg da. Sichern. Also, du machst ein paar Schritte zurück. Dahin. Und schießt auf den hinter Terrik. Oder vor Terrik. Und trifft sogar. Schön, schön. Und Yalin hat sehr wenig Lebenspunkte. Yalin flieht einfach nur. Und ist gleich wieder dran. Na gut, dann schießt du. Und trifft sogar sehr gut. 7 Schadenspunkte. Gleich nochmal ein Pfeil drauf. Der arme Kerl wird von allen Seiten beschossen. So, du läufst weiter weg. Und sicherst. Okay, wartest ab. So, ja, doch, das sieht bis jetzt ziemlich gut aus. Wenn sich da jetzt nichts großartig ändert, dürften bald die ersten fliehen. So, Gwendolyn huscht mal schnell darum. Und Gott sei Dank sind unsere Helden noch nicht so überladen. Dadurch haben sie halt mehr Bewegungspunkte. Später, wenn sie in ihre Plattenpanzer tragen, ist das schon eine ganz andere Sache. So, sichern. Und in die Seite schießen. Wieder auf den da. Ah, die Nahkämpfer allgemein haben es nicht so leicht. Denn die Nahkampfangriffen können halt blockiert werden. Im Gegensatz zu den Pfeilen. Ting. So, komm schon, stirb. Oder sei zumindest verletzt genug, um zu fliehen. Na also, der erste flieht. Den könnten wir sogar noch erwischen. Das probiere ich auch gleich mal. So schön Pfeil in den Rücken schießen. Stehst du richtig? Ja. Drück die Daumen. Na, also. Das war doch heldenhaft. Also, eigentlich nicht, weil wir ihn in den Rücken geschossen haben, aber er hat es nicht anders verdient. Komm schon, der hier ist auch schon ziemlich angeschlagen. Der wird bestimmt auch gleich fliehen, also stellen wir uns einfach mal im Weg. Und haben noch genug Punkte über, um die Waffe zu wechseln zum Rapier und gleich zuzupieksen. Das kam unerwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass die Elfe das so schnell schafft. Aber das sind halt Elfen. Flink wie sonst was. Drauf da. So, du stellst dich mal dahin und schießt ihm in die Seite. Wenn das so weitergeht, müssen wir auch neue Pfeile kaufen. Stellt sich dahin, falls er fliehen will, und haust ihm schönen Rücken. Wie sich das für einen Streuner gehört. Und du schießt dem in die Seite, kannst du aber nicht, weil du dein Rapier in der Hand hast. Ah, Waffe wechseln, Langbogen. Abwarten. Komisch, dass die beiden nicht fliehen. Also ich war mir eigentlich ziemlich sicher, wenn ein Großteil der gegnerischen Gruppe gefallen ist, dass dann die restlichen auch automatisch fliehen. Aber das ist ja schon eine ganze Weile her, dass ich das Spiel gespielt habe. Also habe ich mich wohl geirrt. Oh, ist ja auch okay. So, kipp um. Schöner Treffer, 7 Schadenspunkte. Und du stellst dich mal einfach dahin, um im Weg zu stehen. Komm schon, Terrik. Hau ihn um. Irgendwie trifft er fast gar nicht. Das ist komisch. Dabei hat er 5 Punkte in dem Talent. Aber sei es drum. 9. Und er flieht. Aber den werden wir auch wieder in den Rücken schießen können. Dafür werden unsere Elfen jetzt bekannt sein. Die in den Rückenschießer. Ach, konnte fliehen. Schade. Warum auch immer er vor uns wieder drin war.
Also wie die Initiative berechnet wird, weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, es hatte mit dem Mut der Charaktere zu tun. So, du stellst dich dahin und wartest. Du wartest sowieso und ihr prügelt weiter auf ihn ein. Nein, nicht selbst anhauen. Ihn hauen. So, die letzten Sachen können wir jetzt auch per Computerkampf machen. Ah, ich habe mich verklickt. Ich wollte eigentlich sagen, keine Magie verwenden, aber die Magier können eh nicht ran und haben eh keine Astralenergie. Das passt also. Was wollen wir alles mitnehmen? Die Dolche werden nicht allzu viel wert sein, aber wir haben genug Platz im Inventar. Also Rapier, 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 Dolch, 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 Dolch und Skra. Ja, das sind Äxte. Und Bier sowieso. 6 Dukaten, 6 Silbermünzen. Sehr schön. Und 96 Abenteuerpunkte. Das werden wir gleich erstmal alles schön verteilen müssen, denn sie ist total überlastet. Aber erstmal wird gespeichert. Speichern. LP 003. Und wir sehen uns gleich wieder.